Es geht durch die Sage, das wisst ihr doch alle, dass hier auf der Burg der Junker von Reitzenstein gewohnt hat, so circa im 14. Jahrhundert. Und der war sehr grausam. Und er hat gestohlen und er hat die Menschen... Schlossfee Johanna begrüßte die kleinen und großen Gäste am 19. Mai an der Burgruine Liebau. Im Rahmen der Vogtländischen Krimitage luden der Förderverein Schloss Netzschkau, das Mode- und Showteam Kreiz sowie der Landvogtlandverein, der sich um die Burgruine kümmert, zu einem Mitmachtheater ein. Auf der Burg Liebau gibt es ein Lichterschwert, was von König Friedrich schon seit vielen hundert Jahren bewacht wird. Und das ist gestern Abend gestohlen worden. Und ohne Schwert kann man natürlich auch kein Lichterfest feiern, weil das Schwert hat die besondere Kraft des Lichts. Und da sich kein Erwachsener aus Liebau auf die Burg traut, haben wir natürlich die ganzen Kinder eingeladen vom ganzen Land, haben überall publik gemacht, dass das Schwert gestohlen wurde. Und heute hoffen wir natürlich, dass ganz viele Kinder kommen und mir, der Schlossfee Johanna, bei der Suche zum Lichterschwert helfen. Schon an der ersten Station wurde es gruselig. Ein Sarg, der mitten im Wald lag. Doch statt einer Leiche beherbergte er ein Schwert. Sollte es das gesuchte Lichtschwert sein? Um es kurz zu machen, nein. Deshalb mussten die Kinder weitersuchen und aufmerksam beobachten. Da ist jemand! Wo ist jemand? Da ist jemand drin, guck! Auf- und durchgeführt wurde das Theaterstück vom Mode- und Showteam Kreiz. 7 Teammitglieder, vom Ritter bis zur Mumie, waren daran beteiligt. Wir haben ein bisschen im Internet recherchiert, was über die Burg Liebau so steht, was da schon mal gewesen ist. Und dann haben wir eine Geschichte dazu geschrieben, so einen kleinen Kinderkrimi. Und dann haben wir es halt umgesetzt und wir trainieren jede Woche. Donnerstag haben wir unsere Probe. Die Thüringer Gruppe nimmt bereits zum 2. Mal an den Vogtländischen Krimitagen teil. Diese können in diesem Jahr mit 30 Veranstaltungen an 26 Orten aufwarten. Die Krimitage, die zum Beispiel für Lesungen bei Dampferrundfahrten oder Whiskyverkostungen bekannt sind, befinden sich gerade auf der Zielgerade. Am 9. Juni wird die diesjährige Veranstaltungsreihe mit einem Mordsspektakel auf dem Netzschkauer Schloss beendet. Bis dahin werden die Kinder den Dieb in Liebau gefasst haben. Sie sind gerade bei einem Alchemisten, der ihnen ein Mittel gegen Dämonen mitgibt. Was habt ihr? Was wollt ihr noch? Was? Was ist das? Die Kugel! Die Kugel müssen funktionieren! Was bist du? Was bist du? Als sie dieses anwenden wollen, stellen sie fest, dass es nicht hilft. Der angebliche Geist ist in Wirklichkeit ein Verräter des Königs. Neben dem Spaß konnten die Kleinen auch etwas lernen. Man soll nicht stehlen, können sie dabei lernen, aufmerksam zu beobachten, die Umwelt zu beobachten, auf kleinste Hinweise zu achten, auf Spuren zu achten, ja, ganz normales Umgehen. Und sie kriegen natürlich dann zum Schluss auch eine Belohnung. Wir müssen schauen, ob es das Richtige ist. Zum Schluss wird das Schwert gefunden, der König befreit und das Lichterfest ist gerettet. Der Verräter wird, nachdem er für alle Kekse ausgegeben hat, verbannt. Und der kleine Nino wird für seinen Mut zum Ritter geschlagen. Ende gut, alles gut. Und das Volk jubelt! Jubel!